Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der Société Générale. Wir wollen heute über den Nasdaq 100 sprechen. Der stand zuletzt ja deutlich unter Druck. Und wie Sie sich vor Kursverlusten schützen und Ihr Depot krisensicher machen, darüber spreche ich jetzt mit Arnesch Wilhelms. Herr Wilhelms, schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Arnert. Ja, was waren denn die Gründe, warum der Nasdaq in der letzten Zeit so unter Druck stand? Ja, es gab sowas wie ein Tech-Sell-Off, so nennen wir das. Also das bedeutet vor allen Dingen, die Technologieaktien, die haben Kursverluste hinnehmen müssen. Nicht unbedingt die Big Five. Teilweise, also zum Beispiel Facebook war ja auch stark getroffen. Aber vor allen Dingen so die zweite Reihe, eine Netflix, fast 75% Wertverlust seit dem Höchstpunkt im letzten Jahr. Das sind natürlich enorme Zahlen. Und so sieht man auch im Nasdaq 100, dass aktuell die Top 10-Besetzung nicht mehr nur Technologieaktien sind. Also zwei Unternehmen haben es in die Top 10 geschafft, die nicht aus der Technologie-Ecke kommen. Ein Unternehmen kennt man, glaube ich, in Deutschland ganz gut, das ist Pepsi. Und das andere Unternehmen, Costco, die machen Lebensmittel und andere Dienstleistungen, werden einfach verkauft. Man muss da ein Abo haben, um da einkaufen zu gehen. Frankreich oder vor allen Dingen natürlich USA und Kanada sind die aktiv. Die sind mittlerweile auch in den Top 10 im Nasdaq 100 angekommen. Also man sieht sozusagen, dieser Tech-Sell-Off, der wirkt sich natürlich auf diesen Index stark aus, weil natürlich die Unternehmen dominant sind in diesem Index. Und in Bezug darauf, was denken Sie langfristig, wie geht es weiter für die US-Technologiebörse? Ja, also es ist natürlich so, dass die Technologiebörse nicht nur Technologieaktien im Nasdaq 100 sind, sondern auch klassische Unternehmen, die natürlich zurzeit profitieren können. Also insofern kann das dem Index helfen. Nichtsdestotrotz kann man aber immer noch sagen, dass die Big Five, also eine Amazon, eine Apple, eine Alphabet und Microsoft, Facebook, dass die natürlich den Index dominieren mit fast 50% oder über 50% Gewichtung. Und insofern hängt das Wohl und Wehe des Index auch in der Zukunft nach wie vor von diesen großen Tech-Unternehmen ab. Die Anleger, die zuletzt auf steigende Kurse beim Nasdaq 100 gesetzt haben, haben nicht profitiert. Wir haben deutliche Verluste gesehen. Wie kann man das Depot denn absichern? Ja, genau. Also wir haben sehr viele Zertifikate und Optionsscheine im Angebot bei der Société Générale. Und es gibt einen sogenannten Klassiker, den klassischen Put-Optionsschein. Und mit dem kann ich ein Depot krisenfest machen. Das heißt also, wenn ich eine Position im Nasdaq 100 habe, dann kann ich die absichern. Ähnlich wie bei einer Voll- und Teilkaskoversicherung fürs Auto gibt es das auch am Finanzmarkt und das dann in Form von Put-Optionsscheinen. Wie funktionieren diese Put-Optionsscheine? Sie haben uns ja auch eine Grafik dazu mitgebracht. Die sieht ganz vielversprechend aus, Herr Wilhelms. Ja, ich versuche das mal so einfach wie möglich zu erklären. Also es gibt die grundsätzliche Absicherungsstufen, die haben wir hier vorne. Da suche ich mir dann Put-Optionsschein aus, der im Prinzip entweder genau auf dem aktuellen Niveau des Nasdaqs liegt oder 10% runter, 20% runter. Das heißt also, ich habe hier eine Absicherung von 100%, 90% oder 80%. Das ist immer angenommen, ich habe den Nasdaq 100 schon und ich will diese Position absichern und einmal den Nasdaq 100 absichern. So, und als ich die Zahlen hier zusammengetragen habe, waren ungefähr diese Indexstände relevant. Das heißt, da war der Nasdaq 100 ungefähr bei 12.900 Punkten. Und wenn ich den zu 100% bis zum Ende des Jahres absichern möchte, das heißt, dass ich keinen Cent in Anführungsstrichen am 16.12. Verlust habe, dann kostet mich diese Absicherung 10%, grob gesagt. Das ist natürlich sehr viel. Also viele sagen ja auch, warum könnte ich nicht die Aktien einfach verkaufen? Bin ich ja auch 100% abgesichert? Ja, was ich mir damit auch nehme, immer wenn ich sie verkaufe, Gewinnchancen. Ja, und die habe ich noch immer. Allerdings muss ich halt die 10% Kosten von den möglichen Gewinnen, die da noch entstehen, abziehen. Mit Put-Optionsschein setzt man ja eigentlich in der Regel auf fallende Kurse. Also kann man hier aber auch beim Nasdaq 100 von steigenden Kursen profitieren und sichert eigentlich nur ab, dass er nicht tiefer fällt. Ja, es ist wie immer. Einzeln betrachtet ist so ein Optionsschein super risikoreich. Ich kann ja relativ schnell meinen kompletten Kapitaleinsatz verlieren. Aber kombiniere ich den Put-Optionsschein mit einer Position im Nasdaq 100 und ich habe einen Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 und diese Kombination ist plötzlich das genaue Gegenteil von Risiko, nämlich super sicher. Ich habe zwar auch hohe Kosten bei der Vollkasko sozusagen, bei 100% Absicherung von 10% aufs Jahr hochgerechnet. Das muss sich natürlich auch ein Anleger überlegen. Diese Konditionen schwanken auch. Also aktuell in so einer Marktphase, wo die Aktienkurse unter Druck sind, sind die Absicherungskosten eher hoch. Aber im Grunde genommen kann man sagen, aus einem spekulativen Instrument und dem Nasdaq 100 selbst wird zusammengenommen ein sehr konservatives Investment, wo ich eigentlich fast nichts verlieren kann. Herr Wilhelms, Sie haben uns jetzt schon gesagt, der Vorteil ist die Absicherung. Der Nachteil ist natürlich, dass es 10% kostet. Jetzt mal im Vergleich zu anderen, also wenn man jetzt direkt auf fallende Kurse beim Nasdaq 100 setzen würde,
Was denken Sie, was sind da die Vorteile und die Risiken für Anleger? Ja, also vielleicht schauen wir zunächst einmal noch, was ich tun kann, wenn die Kosten gesenkt werden sollen. Das sehen wir hier in der sozusagen Teilkasko, 90% und 80%. Das heißt, hier sage ich, aufs Jahr gerechnet bis Dezember 2022 möchte ich mich nicht zu 100% absichern, meine Nasdaq-Position, sondern vielleicht nur zu 10% oder nur zu 20%. Das würde also bedeuten, wenn wir das Beispiel hier, 20% der Kursverluste, die trage ich selbst, wenn der Nasdaq fällt, aber 10.250 Punkten ist Schluss. Dann die Verluste darüber hinaus, die trage ich dann nicht mehr und das eben auf den 16.12. gerechnet. Und diese Absicherung kostet dann nicht mehr 10%, sondern nur noch 3%. Das heißt also, ich kann dadurch, dass ich sage, ja, ich möchte mich vielleicht nicht für den 100%igen Schutz entscheiden, sondern ich möchte im Prinzip hier ein bisschen Verlust, den trage ich selber, aber darüber hinaus möchte ich keine weiteren Verluste erleiden. Da kann ich mit Put-Optionsscheinen die Kosten durchaus dann natürlich senken. Habe natürlich dann auch den Nachteil, dass ich entsprechend nicht mehr abgesichert bin. Und sind das alle Produkte, die Sie bei der Société Générale haben, oder gibt es die auch noch zu anderen Konditionen, vielleicht auch mit einer anderen Laufzeit auf andere Basiswerte? Also ich habe heute gerade reingeschaut, wir haben 80.000 Optionsscheine aktuell für selbstentscheidende Privatanleger im Angebot. Und ein Teil davon sind natürlich Optionsscheine auf der Nasdaq und ein Teil sind Put-Optionsscheine. Es gibt auch noch Call-Optionsscheine, da kann man auf steigende Kurse setzen. Und im Prinzip ist das hier eine Kombination. Ich kann das Produkt auch noch einzeln betrachten. Und wenn man das sieht, dann sind das hier nur drei Beispiele an Put-Optionsscheinen. Es gibt natürlich auf der Nasdaq 100 noch viele, viele mehr. Es gibt auch dazwischen noch, also man kann auch 95% nehmen oder es gibt auch noch höher als 100% und auch noch viel niedriger. Also der Anleger kann hier aus dem Vollen schöpfen. Hintergrund ist, wir als Anbieter wissen gar nicht, was der Kunde handeln möchte. Deswegen bieten wir erstmal alles an, so ähnlich wie in einem Supermarkt, wo ich ja auch nicht alle Ware kaufe, wenn ich reingehe, sondern nur gewisse Waren rauspicken möchte. So ist das im Zertifikatebereich auch. Ich schaue mir das Angebot an, aber ich interessiere mich eigentlich nur für ein spezielles Produkt. Und das ist dann hoffentlich im Regal verfügbar und deswegen das große Angebot. Und insofern funktioniert das. Also das Angebot ist weitaus größer als diese drei Beispiele. Herr Wilhelm, zum Abschluss noch die Frage, wenn Anleger jetzt diese Versicherung wählen, was gibt es zu beachten? Also grundsätzlich sind es alles Optionsscheine, Inhaberschuldverschreibung einer Bank. Das heißt, sie sind an das Bonitätsrisiko der herausgebenden Bank geknüpft, in diesem Fall die Société Générale. Und des Weiteren muss ich hier noch die Währungskursumrechnung berücksichtigen, weil handeln tun Anleger ja in Euro. Wenn sie zum Beispiel beim Online-Broker, bei der Sparkasse, bei der Volksbank ihr Konto haben, ist das ja immer ein Eurokonto, aber der Nasdaq 100 ist natürlich in Dollar gerechnet. Das heißt, da findet eine automatische Währungskursumrechnung statt und das kann für mich laufen als Anleger, es kann aber auch gegen mich laufen, je nachdem, wie der Euro-Dollar-Wechselkurs sich entwickelt. Ich denke, die beiden Faktoren sind auf jeden Fall wichtig zu berücksichtigen und am Ende sollte ich Optionsscheine verstehen, bevor ich sie handle. Das heißt also für jeden, der hier auf die Idee gekommen ist, sollte sich zuerst einmal wirklich ausführlich informieren. Wir haben natürlich bei uns auf der Website sg-zertifikate.de ausführliche Informationen zu Optionsscheinen. Aber man kann sich auch anderweitig zum Beispiel beim Verband informieren. Aber das ist, glaube ich, erstmal die Grundbasis, die man legen muss, bevor man erstmal den ersten Trade macht. Arnesch Wilhelms, vielen herzlichen Dank. Alles klar, gerne. Liebe Zuschauer, Arnesch Wilhelms hat uns verraten, wie Sie Positionen in Ihrem Depot absichern können, am Beispiel vom Nasdaq 100. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Anlageidee und bis zum nächsten Mal.